Hier ist Hassan, 19 Jahre. Guten Morgen, Hassan. Hallo Domian. Hallo Hassan. Du bist heute der zweite Mann in der Sendung, das freut mich. Ja, danke schön. Nichts gegen die Mädels, ich freue mich natürlich auch über die Mädels, aber es ist immer schön, wenn es gemischt ist. Hassan, um was geht's? Ja, also ich habe eine sexuelle Vorliebe, die nicht unbedingt alle teilen, sage ich jetzt mal. Und zwar, ich habe einmal die Objektliebe. Also ich finde Sex mit Objekten ästhetischer als mit Frauen. Und daher, also ich habe gerne Geschlechtsverkehr mit Kameras. Mit Kameras. Ja, mit Kameras. Nun haut mich das ja so nicht mehr so von den Socken und um, weil ich das schon einige Male hier gehört habe und ich weiß, dass es in der Tat das Phänomen der Objektsexualität gibt. Früher, vor 10 Jahren, hätten die Leute gedacht, Hassan hat einen Sprung in der Schüssel. Mit Sicherheit. Aber das ist nicht so. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Du hast Geschlechtsverkehr oder Sex mit einer Kamera. Genau. Wie macht man das? Beschreib mir erstmal die Kamera. Also ich habe eine Spiegelreflexkamera zum Geschlechtsverkehr, weil die anderen sind nicht unbedingt groß genug, als wenn es damit möglich wäre. Gerade Das sagen, würde also ziemlich wehtun. Spiegelreflex ist so ein fettes Ding. Genau. Ja. Und da führe ich meinen Penis jetzt nicht in den Kamerabody selbst ein, sondern ins Objektiv. Also ich habe mir extra ein Objektiv dafür gebaut, Ach so, ach so. habe ein normales Objektiv ausgehöhlt, habe die Linsen rausgenommen und das innen mit Schaumstoff und Folie und anderen Materialien weich gemacht, damit ich mich nicht mehr verletzen kann. Ja. Und habe dann durch dieses Objektiv mit der Kamera Geschlechtsverkehr. Das ist schon sehr bizarr. Für uns, die wir sowas nicht nachempfinden können. Das ist sehr bizarr. Geht es so weit, dass du ein Empfinden für die Kamera hast? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich liebe meine Kamera durchaus, mit der ich Geschlechtsverkehr habe. Die bedeutet mir ziemlich viel und wenn die mir heute mal abhanden kommen würde oder kaputt gehen würde, ich glaube, das wäre nicht schön für mich. Sprichst du mit der Kamera? Selten. Also eigentlich nicht. Hat Für mich die ist Kamera sie. einen Namen? Nein, die Kamera hat keinen Namen. Also ich nenne sie dann meistens bei ihrer Modellbezeichnung, wie das der Hersteller auch nennen würde, aber einen Namen habe ich ihr nicht gegeben. Wo bewahrst du die Kamera, die für dich so wichtig ist, auf? Die hat ihre eigene Tasche. Ja. Da steht die immer drin und die steht immer an einem und demselben Platz bei mir rechts unterm Schreibtisch. Wer weiß von dieser sehr ungewöhnlichen Leidenschaft, die du da pflegst? Nur ich. Und jetzt Und ich du. und ein paar andere Und die Leute auch noch. Zuhörer. Wahrscheinlich würden die Leute schon sehr die Nase rümpfen, wenn deine Freunde das wüssten. Mit Sicherheit würden die das tun. Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ja selber keine Freundin zurzeit. Ich bin Single. Und 19 Jahre erst alt. ja. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, du tickst in eine sehr exotische Richtung, nämlich in die Richtung der Objektsexualität? Wann war das? Also, ich mache seit einem Jahr Fotografie als Hobby und habe dann natürlich auch direkt eine eigene Kamera mir zugelegt. Und vor einem halben Jahr habe ich dann irgendwie gemerkt, diese Kamera zieht mich an. Auf einer ganz speziellen Ebene. Und dann habe ich es halt einmal ausprobiert, indem ich die Kamera an mir gerieben habe. Und das hat mir Spaß bereitet. Und seitdem mache ich das regelmäßig seit einem halben Jahr. Nun sind solche Kameras ja recht teuer. Deine war wahrscheinlich auch teuer. Definitiv, Wie viel auf hat die jeden Fall. gekostet? Also damals, als ich sie gekauft habe, waren das 600 Euro, die ich ausgegeben habe für die Kamera. Aber mittlerweile habe ich zum Fotografieren schon eine andere Kamera Ich wollte gerade sagen, und du dann hast. halt noch meine erste, mit der ich Geschlechtsverkehr habe. Genau, also die erste, mit der du Geschlechtsverkehr hast, die musstest du ja dann zerstören. Mit der kannst du ja nicht mehr fotografieren. Fotografieren kann ich mit der nicht mehr, das ist richtig. Hat dir das leid oder weh getan, sie zu zerstören? Am Anfang hat es schon mich sehr viel Überwindung gekostet, Das glaube ich, weil das zu du hast tun. ja in die Existenz der Kamera eingegriffen. In ihr Kann man Wesen. so sagen, ja. Also am Anfang
war es für mich erstmal natürlich eine Hemmschwelle, diesen Umbau vorzunehmen, damit auch Geschlechtsverkehr möglich ist, ohne dass ich mich verletze. Aber ich finde, am Ende habe ich das Gefühl, ich habe der Kamera damit ja auch was Gutes getan, weil ich das Gefühl habe, sie hat Spaß daran. Ja, das erlebt nicht jede Kamera, muss man so sagen. Auf jeden Fall. Nun kannst du ja da nicht großen Geschlechtsverkehr mit haben. So tief ist ja die Kamera nicht. Also so weit kriegst du deinen Penis da ja gar nicht eingeführt. Dafür habe ich mir extra ein langes Objektiv zugelegt. Verstehe, okay. Sehr 200er Brennweite und da passt das schon. Mhm. Wenn du so in die Zukunft denkst oder in die nächste Zeit, könntest du dir dennoch vorstellen, dich wieder mal mit einer Frau zu treffen, mit der Sex zu haben, dich sogar in eine Frau zu verlieben? Also ich möchte sagen, gänzlich ausschließen will ich es auf keinen Fall. Weil ich denke mir, ich bin da sehr offen. Und wenn ich eine Frau treffen sollte, in die ich mich verliebe und die ich auch lieben kann, dann ist es natürlich für mich selbstverständlich, dass das auch möglich ist. Ich habe gerade gesagt, dass mir dieses Phänomen bekannt ist, der Objektsexualität. Einer meiner ersten Anrufer zu diesem Thema hatte ein erotisches und auch ein Liebesverhältnis zu seiner Heimorgel. Wusstest du auch davon oder hast du gedacht, ich bin pervers? Am Anfang habe ich erst mal gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich habe sogar kurz drüber nachgedacht, ob ich mir nicht professionelle Hilfe dazu holen sollte. Aber dann habe ich mich mal im Internet so ein bisschen umgeschaut und habe dann gemerkt, aha, ich bin anscheinend nicht der Einzige in der Richtung. Und seitdem denke ich mir halt, es ist eine ganz normale sexuelle Neigung, die man ja auch haben kann. Ja. In der Tat gibt es sogar ein sexualwissenschaftliches Institut irgendeiner Universität in Deutschland, ich weiß jetzt nicht welche, der Lehrstuhl beschäftigt sich sogar speziell mit dieser Sexualität. Okay, ist eine sehr, es ist eine sehr, sehr seltene Sexualität, aber es gibt diese Sexualität, die kann man nun begründen, woher das kommt. Das sind komplizierte, komplexe Erklärungen, aber sie ist da und ich würde sie auch nicht als pervers bezeichnen. Das freut mich doch. Ja. Lieber Hassan, danke für deine Offenheit, dass du uns das erzählt hast. Gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, gerne. Mit 19 Jahren dann schon sowas zu erzählen. Ich danke dir vielmals und wünsche dir viel Glück und alles Gute, danke. Was auch immer passieren mag. Alles Gute. Danke gleichfalls. Tschüss, danke schön. Tschüss.